Wenn sieben Schläfer Regen kochen, regnet's ganze 7 Wochen. Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ja, ihr seht es im Hintergrund, der Mais, der ist diese Woche wirklich gewachsen ohne Ende. Also das ist echt, ja, kann man schon fast zugucken. Und geregnet hat's auch ein bisschen mehr. Wobei man sagen muss, ja, also es hat teilweise ja richtig gewittert, da ist was runtergekommen. Und für den Garten war das auf jeden Fall total genial. Also richtig, richtig klasse. Man sieht es ist noch mal ein bisschen Saatgut hochgekommen und so langsam wird es richtig, richtig bunt und farbig im Garten. Also absolut nice. Erzählen wollte ich aber so ein wenig über die Siebenschläfer-Regel, einfach weil ich im Radio gehört hatte, sieben Schläfer wäre schon gewesen. Der Tag, ja, aber seit Einführung des gregorianischen Kalenders ist sieben Schläfer der 7. Juli. Und was hat es nun mit den sieben Schläfer auf sich? Also es gibt tatsächlich eine statistische Häufung, dass die erste Juliwoche ganz entscheidend für das zukünftige Wetter im Sommer ist. Das heißt, wenn es in der ersten Juliwoche regnet, wird es vermeintlich ein etwas, ja, was soll man sagen, ein Sommer mit höherer Luftfeuchtigkeit, mit etwas mehr Grüßen von oben. Einschränkend muss man aber sagen, dass diese Regel primär für Süddeutschland zutrifft. Ist tatsächlich wahr, in Norddeutschland durch das maritime Wetter trifft die Siebenschläferregel nicht so ein, aber in München ist es wirklich so, zu 80% ist das Wetter in der ersten Juliwoche ausschlaggebend für den zukünftigen Juli, also für den zukünftigen Sommer. Insofern kann man gespannt sein, wie sich die Woche, wie sich speziell der 7. Juli wettermäßig verhält. Und ja, dann schauen wir mal, wie der Sommer noch so wird. Bisher war ja teilweise wirklich drückend und warm, aber eben auch ja, mit ein paar Grüßen von oben. Und also, ich will nicht klagen. Für norddeutsche Verhältnisse muss man wirklich sagen, waren die letzten Sommer Ausnahmesommer und dieser hier war auch schon bisher richtig klasse, kann so weitergehen. Also, ich sage ganz, ganz, ganz liebe Grüße, genießt das Wochenende, geht raus, genießt die Natur und von mir gibt es höchstwahrscheinlich noch ein Wochenendvideo. Bis dahin, alles, alles Gute, liebe Grüße und ciao.